Und da würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal rein. Da ist der gute Mann. Let's go. Grüße. Grüße, guten Abend. Einen wunderschönen. Wunderschön. Sie sind neu, oder? Korrekt. Okay. Ja, dann stelle ich mich einmal kurz vor. Mein Name ist Ray. Rechts von mir der Kollege Bär. Wir sind vom San Andreas Sheriff's Department hier für die Sicherheit am Flughafen zuständig. Mein Name ist Robert Davis. Schön, Sie kennenzulernen. Herr Davis, Sie sind jetzt hier in der Sicherheitskontrolle. Ja. Wir müssen Sie einmal nicht suchen. Selbstverständlich. Um sicherzugehen, dass Sie keine illegalen Gegenstände, Tiere, Lebensmittel, Waffen, Drogen oder sonst irgendwas dabei haben. Selbstverständlich. Gut. Dann würde ich Sie einmal bitten, sich umzudrehen und die Hände im Nacken zu verschränken. Gar keinen Stress, ne? Immer mit der Ruhe. Wir lesen können es gleich im Foto. Perfekt. Ich reiße gerade erst ein. Haben Sie scharfe Gegenstände dabei, die nee, gar nichts. Gar nichts, gar nichts, ja. Gar nichts. Ich reiße gerade erst an, ich habe noch nie gespielt, Chat. Blair, holst du kurz jemanden von meinem System, das wäre super. Okay, alles klar, dankeschön. Gut, passt. Hallo, ein sehr motivierter junger Mitmensch. Schönen guten Abend, ja, immer motiviert, ne? Mhm. Selbstverständlich. Robert, mein Name, schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Alex, willst du, soll ich? Du. Okay. Dann folgen Sie mir mal. Okay. Hier rüber. Abend. Die denken sich auch nur, was macht der Spinner jetzt schon wieder? Ja, perfekt. Guck mal einmal hier Ihre Akte an. Habe ich natürlich alles. Was ich dazu finde, wenn ich da jetzt durchsuche? Irgendwelche Straftaten oder sowas? Nee, gar nichts. Gar nichts. Das ist ein gutes Zeichen. Zuallererst habe ich hier einmal eine große Vorratspackung an Visitenkarten für Sie. Dankeschön. Dann bekommen Sie einmal von mir noch Ihren neuen Personalausweis, bitteschön. Vielen Dank. Und dann bekommen Sie von mir einmal ein Handy und Quablet. Das ist so ja, vom Staat so ein kleines Geschenk zum Bekommen sein. Okay, sehr, sehr freundlich. Vielen, vielen Dank. Und dann sind wir mit dem Papierkram auch schon soweit durch. Perfekt, das ist ja ziemlich unkompliziert. Ja, tatsächlich. Folgen Sie mal. Das müssen alle machen immer, ne? Das ist, so muss man hier so durch, ne? Und zwar laufen hier Leute rum. Also Sie können ja gerne gleich mal ein bisschen in die Gruppen gehen, sich mal so ein bisschen Kontakte knüpfen und so weiter. Hier laufen auf jeden Fall Leute vom Bambi's Paradise rum. So heißt es, glaube ich. Die nehmen Neulinge so ein bisschen unter die Arme. Okay. Und zeigen den Staat so ein bisschen. Das ist natürlich keine Pflicht. Das können Sie selbst entscheiden, ob Sie das machen wollen. Ich weiß nur, dass das immer sehr, sehr hilfreich ist, wenn man gerade neu ist, zu wissen, wo kann ich hingehen, wenn ich was brauche. Und ein Apartment kostenlos kriegen sie auch dazu. Wenn sie da einfach mal, ich glaube, da vorne in der Gruppe mit da mit dem roten Haaren und den Herrn mit dem Dutt und so. Ich glaube, da stehen die bei. Können sie ja mal lieb nachfragen. Okay. Ansonsten dürfen sie natürlich auch auf eigene Faust die Stadt erkunden. Das müssen sie selber wissen. Vielen Dank. Ja, kein Problem. Schönen Tag noch. Danke ebenso. Also ich weiß zwar jetzt nicht speziell, was du meinst, aber ich finde das alles ein bisschen turbo-komisch. Nicht so zielstrebig, du bist gerade mal eingereist, ne? Ja, ich wurde quasi hingeschickt. Das ist auch richtig so, aber ich schicke dich gleich mal weiter, weil vorne vor der Tür ist ein Grüppchen von 5 Leuten. Du kannst dich mal anschließen, sind auch alles nur Eingereiste. Ich bin der Busfahrer, ich fahre euch gleich mal bis durch die Stadt. Ah, okay. Also ist das, ist das sowas wie eine Rundtour oder wie kann ich das verstehen? Ja, ja. Einmal kennenlernen, was hier so in der Stadt so los ist, wie man sich hier so verhält, was so, wo man was findet. Und am Schluss gibt es ins Bambi's Paradise, wenn du willst. Ich bringe dich auch woanders hin, wenn du das möchtest. Und da kann man umsonst ein bisschen wohnen. Erzähle ich dir nachher alles. Okay, ja, so einen kurzen, so einen kleinen Überblick würde ich auf jeden Fall gerne mal mitnehmen. 1A. Ja, dann da vorne, wie gesagt, draußen vor der Tür stehen so ein Grüppchen von 5 Leuten, die alle ein bisschen verloren aussehen. Auf geht's. Das ist traurig. Okay. Ich suche nochmal ein paar andere zusammen und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Perfekto. Alles klar. Gut, dann warte ich draußen. Jojo, bis danke. Dann. Tschüss. Einfach die eigene Tour. Ich gucke jetzt, ob das Bambi's Paradise wirklich funktioniert. Die Strukturen, die ich da selber aufgebaut habe. Das ist jetzt der Test. Oh wehe, die geben sich keine Mühe. Hallo. So, wir spielen jetzt Bambi Tetris. Hier suchen uns jeder einen Platz aus. Am besten nicht meinen. Wir fahren jetzt los, da kommt keiner mehr. So, perfekt. Also ich wollte den Bus nicht fahren. Anschnallen, ne? So, kurze Ansage. Wenn jemand Richtung kriegt, einfach laut rufen. Dann warten wir einen Moment. Leider ist heute kein anderer Taxifahrer im Dienst. Deswegen könnt ihr leider nicht die 999 wählen, um dann mit dem Taxi abgeholt zu werden. Also müsst ihr dann hoffentlich wieder.
Wir schauen mal, der soll Richtung Polizei gehen. Also der war mal Polizist. Also der war Polizist in Miami. Ich auch wieder einen Taxidienst, dann könnt ihr auch. Jetzt fragt ihr euch, okay, Miami, warum ist er so weiß? Dann komm ich vorbei, weil der Robert trägt immer Sonnenschutzfaktor 50. Weil sonst ist gesund für die Haut wegen Hautkrebs, muss man aufpassen. Also hier an der ersten Kreuzung kann man sich gleich mal so eine kleine Grundregel kriegt man damit, wenn ihr mal links und rechts in die Straßen reinguckt, dann seht ihr, dass da so Autos, gleichfarbige Autos vor der Tür stehen, ne? Mhm. Ist immer ein gutes, sicheres Zeichen, dass da irgendwie so eine Ganghut ist. Da kann man reingehen. Kriminelle. Ja, so ein bisschen. Okay. So, hier ist übrigens das Bambi's Paradise. Hier könnt ihr dann so ein Apartment kriegen, links und rechts. Da warten auch schon Leute, aber die dürfen nicht länger warten. Wir fahren erstmal eine Runde. Oh ja, schön direkt neben der Gang. Ja, das ist aber kein Problem, weil hier passiert nichts. Das ist hier. Aber warum? Also sozusagen das ist die Bambi-Hut hier sozusagen. Aber, die Bambi-Hut. Aber du hast doch gerade gesagt, das ist übelst gefährlich. Also kann gefährlich sein mit den Leuten da gegenüber. Und jetzt soll ich hier wohnen, 5 Meter von denen entfernt. Wenn man in die Ganghut reinfährt, also solange man diese Straße nicht berührt, ist denen das scheißegal, was da sonst passiert. Die sind da sehr territorial, so kleine Rehpinscher. Könnten mal ein paar Leute ein bisschen lauter reden, ich verstehe manchmal Fragen nicht. Unser Krankenhaus, ne, im besten Fall geht ihr selber dahin, im schlechtesten Fall werdet ihr gebracht. Der Gary macht das schon gut, oder? Medizinischen Belange, ob Fußauer oder Kopfauer, da kann jeder hingehen. Oder wenn ihr mal irgendeinen Psychotest haben braucht für irgendeinen, weiß ich nicht, irgendeinen Job. Braucht man sowas für, wenn man Taxifahrer werden will? Nee, dann wäre ich ja keiner geworden. Ach so, das war die Frage. Rechts ist das Tiki Lario, Laria, keine Ahnung. Ich kriege die immer durcheinander. Auf jeden Fall ist unser Mexikaner sehr lecker. So, da sind wir. Dann nochmal willkommen auf der Insel. Lasst euch nicht gleich in der ersten Woche einpacken. Habt Spaß. Ihr einpacken, was meint? Ja, vielen Dank. Das heißt einpacken. Ja, ich glaube, ich weiß, was. Ja, von bösen Menschen eingepackt werden als Geisel oder so. Ich wünsche euch was. Wieso sollte ich sowas jemand machen? Weil die kriminell sind. Wir sind 50 Meter von Kriminellen entfernt. Ihr sechs seid alle? Mir wurde gesagt, ich soll eine Versicherung abschließen. Was geht? Schönen guten Abend. Guten Abend. Erstmal den Versicherungen andrehen. Wie damals? Du hast aber Slime in deinen Brille. Akkus nehme ich gern. Ja, so sag ich auch nicht nein. Ja, ja. Guck mal, dann kannst du dich mal da vorne hinter den Herrn mit dem grauen Pullover dazustellen. Noch. Dankeschön. Noch meine Karte, wenn du Nachschub brauchst. Okay, dann kann ich einfach mich zu jeder Zeit melden, wenn ich da was brauche. Ja. Nur Akkus oder auch an, also nur damit ich das einkategorisieren kann, ich muss das immer, ne, das vernünftig abspeichern, einkategorisieren mit Beschreibung. Was kann ich noch erwarten, wenn ich da anrufe? Ich habe extra den Haus genommen. Also momentan erstmal nur Akkus, aber wir sind günstiger als Ali. Okay. Also bei uns kostet einer $63. Okay. Alles klar, perfekt, danke. Ich jetzt noch ein Bentley, ne? Ich sag euch. So, ich hoffe, hat jeder jetzt was bekommen? Ich höre was. Ja. Perfekt. Genau, das ist den Flyer von dem Bambi's Paradise. Ich habe mal eine ganz kurze Zwischenfrage. Ja, sie. Da, ich sehe gerade bei Regel Nummer 2. Dort steht, behandelt euch respektvoll. Das ist kein grammatikalisch korrekter Satz. Entweder verhaltet euch respektvoll oder behandelt euch untereinander respektvoll, aber behandelt euch respektvoll ist nicht richtig. Ich wollte das nur mal kurz anmerken, nicht, dass das irgendwann mal zur Verwirrung kommt. Ja, sie. Da bin ich also immer korrekt, was sowas angeht. Ne? Klare Anweisungen. Na klar, das ist gut, das gebe ich so weiter. Bei mir, ich gebe das auch von ehrlich zu, Grammatik, ich meine, ihr holt es vielleicht auch an meiner Aussprache, ist nicht denen richtig so oft, aber ich versuche mich so bestens auszudrucken, wie es geht. Dann zur Regel Nummer 4 hätte ich auch noch eine Frage. Fahrt langsam im Paradise. Was heißt langsam? Ist langsam 100? Ist das 10? Ist das 50? Ist das Meilen nach Zahlen? Ich sag mal, den langsam ist den bisschen vielleicht schneller als in Schrittgeschwindigkeit, aber so, ne, fahrt einfach keine Leute auf. Fahrt so, dass ihr auf jeden Fall noch, ich meine, ihr müsst eure Autos kennen. Fahrt so, dass ihr definitiv, falls jemand auf den Straßen rennen sollte und ihr den nicht seht, noch rechtzeitig den Abbremsung machen könnt, damit ihr den nicht überfahren. Wäre das nicht sinnvoll, das dann auch zu diktieren? Sonst ist es doch mal Malen nach Zahlen. Wofür gibt es Regeln im Leben? Ja, ich will dich jetzt nicht unterbrechen, aber genau deswegen bespreche ich den ja. Okay. Darum geht ja das einmal von oben nach unten durch. Normalfall hast du ein Gehirn und kannst nachdenken, oder nicht? Ja, aber was hat das denn mit Gehirn zu tun? Für dich ist vielleicht langsam 40, für mich ist aber vielleicht langsam 10.
Wenn da keine Definition ist, dann ist doch für jeden langsam anders. Ja gut, okay, das ist ein Argument. Genau deswegen natürlich ist das ein Argument. Das meistens einmal durch. Ich sag das ja nicht zum Spaß. Ordnung ist das halbe Leben. Richtig. Oh, no, aber das, ich meine, no, das ist gut, dass du das ansprichst, aber darum gehe ich ja den Flyer einmal mit durch. Huch. Weil, ja, kann den einen so sehen, kann den anderen so sehen. Ich meine, ich kann nur dann sagen, was wir den so machen und wie mir das den aufgetragen wurde. Ich meine, im Endeffekt ist ihm jedem selbst überlassen, was er will. Ja, Herr Broker, Sie scheinen ein anständiger Kerl zu sein, das würde ich an der Stelle mal sagen. Aber ich glaube, da können Sie noch ein bisschen an Ihrem Verhalten arbeiten. Ich versuche. jetzt hast du mich gerade nur ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Ja, das, also wie gesagt, ne, wenn ihr da schon irgendwelche Interessen habt, wo zu arbeiten oder so, einfach auf uns zukommen, ja, schreibt uns an. Ja, Bruder, heute kriegst du halt mal jemanden, der nicht erst das erste Mal da ist. Herstellen, dann quatschen mit den Leuten, machen vielleicht eine Probearbeit und so. Und dann wird das schon, denke ich mal, den Harmonie finden. Wenn sonst keine weiteren Fragen ist, dann könnt ihr ansonsten schon wieder zu den anderen dazugehen. Perfekt. Oder ich spreche einmal hier mit dem Herrn noch kurz. Ach klar. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Broker. Viel Spaß mit der Kreissäge. Immer doch. Kurz an euch beide. Wenn ihr nachher noch Lust habt auf eine kleine Tour, einfach melden. Sehr gerne. Ich bin wahrscheinlich noch länger. Das ist keine gute Idee. Nee, ich habe noch keinen Führerschein. Nee, und ich fahre deutlich schlechter, wenn ich jemanden auf dem Schoß sitzen habe. Nein, das wollen wir nicht, das wollen wir nicht. Bitte nicht zu schnell fahren, mir wird wieder schnell schlecht. Bitte kotz nicht. Nee, ich probier's. Es ging ja vorher. Okay, das ist jetzt der Weg, nochmal für alle. Den Weg, den wir gerade gefahren sind, ist auch der Weg, den wir zu Fuß zurücklegen können zur Garage. Jetzt zu eurer linken Seite seht ihr das Unicorn, eine Tanzbar. Was? Und auch vielleicht dahinter findet ihr die Garage, wo ihr dann eure Fahrzeuge einparken könnt, bei der freundlichen Dame da hinten. Sie sieht mir ein bisschen anrüchig aus. Ja, ich meine, sie arbeitet in der Tanzbar und stellt aber trotzdem auch die Fahrzeuge für euch bereit. Okay. Also, ich denke... Kann man da arbeiten? Wie bitte? Fuchs, willst du den Helikopter machen da? In der Tanzbar? Falls ihr da Kontakte herstellen möchtet, weil du dich als Tänzer bewerben möchtest, ich denke durchaus, dass es da Möglichkeiten gibt. Berechtigte Frage. Naja, ich weiß ja nicht, wie gut man da Geld verdienen kann und die Möglichkeit, Geld zu verdienen, wäre es auf jeden Fall. So, damit wären wir auch an unserer Endhaltestelle angekommen. Wir stehen mitten auf der Straße, wollte ich nur kurz angemerkt haben. Das ist so richtig. Ich glaube, unser Busfahrer möchte einfach nur, dass wir aussteigen und dann kann er den Bus parken. Das ist aber schon sehr gefährlich. Komm, Robert. Wir mal alle hier von der Straße runter. Das ist schon sehr gefährlich. Okay, nichts passiert. So. Ich glaube, du hast sehr dann viel Angst. Kann es sein, Robert? Nein. Ich lebe nach strikten Gesetzen und nach Ordnung und man steigt nicht mitten auf der Straße, auf einer zweispurigen Schnellstraße aus, wenn man die Möglichkeit hat, irgendwie hier auch auf einem Parkplatz auszusteigen. Also ich kann da auch Robert verstehen, weil der Busfahrer hat vorhin auch gesagt, wir sollen über die Straße rennen. Richtig. Aber ist ja der andere, ist ja jemand anders jetzt. Weißt du, wie viele Leute ich schon an so einem Skatepark, ja, alle schön hier mit den BMX-Rädern und sowas, ne, da ist das Bubatz meistens nicht ganz fern, das sage ich dir aber. So. Ja, aber dann ist ja so ein Bike ins Gelände ja auch kacke. Das weil ist super. Im Gelände trinken die viel Alkohol. Sehr schön, sehr schön. Grüße. Hallo. Aber ist das nicht schon zu gefährlich? Das ist schon sehr gefährlich. Wenn das noch da ist. Warum ist hier mehr kein Helm auf? Ich brauche gleich einen Helm. Wo kriege ich einen Helm her? Entweder im Casino, kannst du dir beim Damen einen Helm kaufen oder beim Hutladen unten am Strand. Wo ist das Casino? Da gehe ich raus. Muss trotzdem eins nach dem anderen machen, also von daher. Dort oben. Ah, hier rechts direkt. Wenn ich jetzt hier rechts fahre und dann wieder rechts, komme ich da automatisch hin. Richtig. Ah, perfekt, sehr gut. Okay, dankeschön. Gerne. Dann warte ich noch kurz auf die anderen. Dann los geht's, oder? Ich weiß nicht wohin. Wo geht's hin? Dann rechts und wieder rechts zum Casino, wurde mir gesagt, müssen wir. Sind wir hier richtig? Ja, das sieht schon mal zumindest wie ein Eingang aus. Ist halt auch die Frage, ob du überhaupt reinkommst. Aua! Aua! Oh, sorry. Sebastian! Das ist Körperverletzung! Hallo, Fuchs! Da runter von der Straße. Ich hab dir doch die Hand gedrückt. Fuchs, pass mal auf, damit wir uns hier richtig verstehen. Wenn du nicht 3 Wochen aus der Schabetraste trinken willst, dann fährst du mich nicht nochmal um. Ich hab dich doch nicht mal angefangen. Haben wir das verstanden?
Ansonsten mache ich deine Birne so zur Matsche, dass du deinen eigenen Vornamen nicht mehr weißt. Ich bin doch ganz elegant. Ob du das verstanden hast, will ich wissen. Ja, ich bin doch. Sag ja, Sir. Ja, Sir. Gut. So, einmal ins Casino rein. Okay. Ja, wird gleich besser. Sag ja, Sir. Das waren bei uns im 10 Jahre Bulle gewesen, was will er mir erzählen? Ich zieh den gleich auf links, den kleinen Rabauken. Der ist schon kriminell, der ist jetzt schon abgestürzt. Voll ausgestattete Boutique. Fuchs. Ich hab das Gefühl, ich war 10 Jahre Polizist. Oh Gott, ich bin... Wo krieg ich das? Sind das Hüte, wo ich mir kaufen kann? Nee, das sind mit Sicherheit Armbänder. Wir mit Helm und Fahrrädern, Digga, was ist da? Ich nehme jetzt einfach mal den hier. Wenn ich ihn auf den Kopf hauen möchte, dann kann er das wenigstens nicht mehr machen. Ich glaube, das heißt noch... Wenn du da Auto triffst mit, ich glaube, da zahlst du noch Geld dafür. Gut. Die Frage ist, wie kommen wir von hier aus jetzt mit dem Fahrrad wieder zum Bambi's Paradise? Ist die Frage, möchtet ihr mit dem Fahrrad zum Bambi's Paradise? Ansonsten steht auch der Bus hier und wir könnten euch mit Autos hin. Ja, wir sollen uns erstmal was zu essen kaufen, Robert. Ja, wir können auf dem Weg ja durchaus irgendwo halten, wo es was zu essen zu trinken gibt. Okay, weil... Machen wir unsere Fahrräder an? Ihr könnt eure, also unten am Casino haben wir eine Garage, da könnt ihr die alle einmal in Ruhe einparken und dann können wir schauen, okay, was wir mit Autos. Okay, was heißt unten am Casino? Sie? Ja. Nichts. Wenn ihr mir eine Minute gibt, dann würde ich das Gespräch mit dem Herrn noch zu Ende und dann. Okay, ich komme. Selbstverständlich, Entschuldigung, da wollten wir nicht reinplatzen. Alles gut, kein Problem. Das Auto sieht sehr teuer aus. Tatsächlich ein schönes Kfz, ja. Aber wir fahren lieber Fahrrad, das ist auch gut für die Figur und für die Gesundheit. Und für Sport. Die Umwelt. Richtig, für die Umwelt auch noch. Korrekt, Sebastian. Das ist das erste Schlaue, was ich heute von dir höre. Ich bin begeistert. Warum bin ich eigentlich quasi... Bitch, I got problems on problems, I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The phone in affection, I summon and dub it. Cause bitch, I got problems on problems, I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage.